Willkommen zurück zu einer neuen, super frisch flutschigen Folge Feed and Grow Fish. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Die Leute wollen unbedingt noch eine Folge sehen, die Leute wollen unbedingt diese riesige Kreatur sehen. Den Titan. Und wir haben in der letzten Folge diesen hässlichen Bastard gespielt. Der war ziemlich stark, er hat wenig Leben gehabt, aber er hat Unmengen an Schaden gemacht. Und der hier gehört zu der Gattung der Wale, zumindest hier in dem Spiel, ja. Er wird unter Wale eingestuft, weil er eben gigantisch groß werden soll. Er hat direkt am Anfang 505 Leben, macht 34 Schaden, was auch eine Menge Holz ist. Nur mal so als Vergleich. Also der hier macht 12 Schaden und hat 202 Leben. Der hier macht zwar ein bisschen mehr Schaden, hat aber nur 101 Leben. Oder der hier, ja, der Whale Shark, der hat 309 Leben, macht aber nur 9 Schaden. Also es ist schon eine ganz schöne Maschine. Und ich bin gespannt, was ihr so auf dem Kasten hat. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer fischigen Bewertung unterstützen wollt. Denn es gibt noch jede Menge Fische, die bestimmt spannend sind. Also, legen wir los. Wow. Wow. Alter. Das ist ein geiler Fisch, oder? Das ist ein wirklich geiler Urzeitfisch. Und er hat die Fähigkeit, wie zum Beispiel der Catfish, dass er ganz schnell schon jetzt auf Level 1 riesige Fische verschlucken kann. Er kann also größere Dinge verschlucken, als das Maul hergibt. Aber wir sind super langsam. Alter, sind wir mega langsam. Und ich wette, wir leveln auch super langsam. Kann ich den hier schon verschlucken? Alter, ich kann einfach mal so auf Stufe 1 Mahi Mahi komplett in meinen Mund saugen und verschlucken. Wie geil ist das denn? Aber ich will auch mal ein bisschen zubeißen. Oh mein Gott, beißt der langsam zu. Passt mal auf. Wow, wusch. Geiles Vieh. Er beißt super langsam zu. Oh, das dauert ja ewig. Und ich wette, den kann ich nicht verschlucken, oder? Nee, den können wir nicht verschlucken. Den müssen wir kauen. Den Bengel hier drüben müssen wir kauen. Den Itchy, den müssen wir schön zerkauen. Und dann können wir ihn schlucken. Hier habe ich nur so einen Seestern aufgelutscht. Aber der braucht ewig lange. Der braucht wirklich ewig lange, bis er zuschnappt. Habe ich es komplett aufgelutscht? Ja, ich habe es komplett aufgelutscht. Okay, dem verdammten Megalodon sollten wir lieber aus dem Weg gehen, denn ich denke, der wird uns easy zerstören. Ja, wir haben nur 500 Leben. Ich glaube, der macht ja schon mit einem Angriff, macht ja, glaube ich, schon 500. Kann das sein? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber der macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. So, wir haben den hier gekillt. Also wir machen gut Damage, aber wir sind mega träge. Jetzt bin ich Level 2 und ich bekomme ordentlich Leben dazu. Also wenn ich den auf Level 10 gelutscht habe, ist der bestimmt richtig, richtig geilo. Ich muss nur meine Ecke hin, wo die Fische ein bisschen kleiner sind. Denn hier ist ja gar nichts los. Ja, also hier ist einfach nichts. Und wenn was los ist, dann kriege ich es nicht mit einem Haps in meinen Mund. Ein Schwertfisch. Der ist weg. Den kriegen wir nicht mehr. Was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Was bist du für ein Ding? Ich hab's mal gegessen. Ich hab's einfach mal gegessen. Mahi Mahi. Komm schon. Komm schon. Saug ihn. Saug ihn. Heute wird nur gelutscht. Nicht gebissen. Ein Seestern. Irgendwie auch ein bisschen witzig. So ein Seestern bringt mehr als so ein Tintenfisch. Ergibt das Sinn? Ich meine, so ein Tintenfisch hat doch viel mehr Masse. Und Tintenfische sind gar nicht mal so ungefährlich. Zumindest hier in Feed and Grow Fish. Also sie haben schon wirklich krasse Moves drauf. Auch im echten Leben. Ich meine, Tintenfische können hypnotisieren. Das ist schon eine derbe Eigenschaft. Ein Tier, das andere Tiere wirklich kontrollieren kann. Und sie somit lahmlegt. Und als leichte Beute nimmt. Alter, wie lang ist denn bitte schön mein Schwanz? Big Dick Bigelow. Oh, schaut mal, hier drüben Hammerhaie. Kann man die schlucken? Nee, leider nicht. Alter, Alter, kau ihn klein. Wie, der ist jetzt schon tot? Hat er so wenig Leben? Flupp. Tot. Und ich bin Level up. Level 3. Okay, wir sind wirklich so ein Riese der Meere, denn wir sind super lame. Aber es macht irgendwie Spaß. Aber ich muss sagen, der andere hat mir besser gefallen. Der andere hat mir besser gefallen, weil er einfach so krass stark war. Schuss nach vorne und zack. Ich bin mal gespannt. Wenn ich so Level 10 bin, glaube ich, geht's richtig rund mit dem hier. Dann können wir wahrscheinlich die hier schlucken. Bam! Er schnalzt aber auch so ein bisschen nach vorne. Er schnalzt immer so ein bisschen nach vorne. Aber er levelt eigentlich ganz gut. Also, kann man machen.
Ist schon nicht schlecht. Oh, da vorne ist noch was zu essen. Was ist das hier? Das ist ein Itchy. Was bist du denn? Alter, was sind das hier für Fische? Was ist das? Keine Ahnung. Ich saug dich ein. Ich saug dich einfach ein. Ey, ich wette, der wird ultra groß. Was denkt ihr? Wie weit müssen wir leveln, um ein Itchy zu saugen? Guck mal, die sehen mich gar nicht als Bedrohung. Ich meine, der schwimmt hier einfach so gemütlich rum. Und ich bin voll der Killer. Ich bin voll der tödliche Riese. Also ich hätte Schiss. Ich hätte Schiss bei so einem Vieh. Ich würde sofort gucken, dass ich wegkomme. Okay, wir haben jetzt schon auf Stufe 4 jetzt schon beinahe 600 Leben. Und niemand, wirklich niemand traut sich an uns ran. Der Tigerhai hier. Zack. Würden wir schneller zubeißen, wären wir ganz nett. Bitte, sag mir, dass ich dich schon saugen kann. Mann, ich will dich saugen. 51 Schaden, ich will dich endlich lutschen, mein Freund. Ich will meine Lutschkräfte ein wenig pimpen. Guck mal, hier sind ganz, ganz viele von den Zebras. Lutsch, 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 lutsch. Alle weggelutscht. Ob der Great White mich besiegen kann? Der arische Hai? Der große arische Hai? Oh, guck mal hier, die spawnen hier immer wieder. Netter Snack. Aber jetzt, glaube ich, hat es aufgehört. Ja, das haben sie wirklich clever gemacht. Das haben sie richtig, richtig clever gemacht. Dass sich hier immer wieder alles verändert. So, hier. Zack. Zack. Alter, wie schnell nehmen wir denn an Leben zu? Ich bin jetzt Level 7 und habe hier einen Riesensprung gemacht. Was Leben angeht. Wir machen Riesensprünge. Das ist schon geilo. Boah, bis jetzt hat mich noch niemand angegriffen. The Great White. Ja gut, der macht ultra pornorös viel Schaden. Ich bin mal gespannt, ab welchem Level, denkt ihr, kann ich mich mit dem Megalodon messen? Alter, was ist das hier? Zack. Irgend so eine Krabbe am Boden. Einfach mitgelutscht. Lutschen. Heute wird gelutscht. Also er macht gut Schaden. Der andere war natürlich, der andere war von einem anderen Stern, was Schaden angeht. Klebt da unten ein Hai drin? Ah, der steckt fest. Süß. Ah, werde ich dich direkt mal beißen. Ich bin wie so eine Rentnerin, wie so eine Omi. Das ist der Oma-Fisch. Der Seniorenfisch. Oh, wäre ich nur ein bisschen schneller. Nee, du bist noch zu groß für meinen Mund. Du bist noch zu groß für meinen Mund. Dich kriege ich nicht rein. Nein, 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 nein. Ich muss hier noch weiter kauen. Das ist doch ein Great White, oder? Soll ich es versuchen gegen den hier? Der ist halt wirklich... Ja, der haut rein. Und der hat auch, glaube ich, ganz gut Leben. Schaut euch den an. Alter, wenn der mich jetzt packt, dann drehe ich durch. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, die sind fies. Der große Weiße. Der große Weiße, aber der gibt auch kräftig. Der gibt auch kräftig, kräftig, kräftig. So. Noch so einen großen Weißen? Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Ich bin eigentlich am Überlegen, ob ich jetzt cutten soll und erstmal ein bisschen mich hoch füttern soll, damit wir dann direkt in die Big Fights übergehen können. Aber irgendwie macht's so Bock mit dem hier. Weil er halt so unbesiegbar ist. Er ist so konkurrenzlos. Schwupps, der passt schon in meinen Mund. Was ist das hier? Thunfisch. Ich habe ein bisschen Bock auf Thunfisch. Oh, die sind super schnell, die kriege ich gar nicht. Noch so ein... Oh, hier, die hier. Die gehen bestimmt auch ganz kräftig. Schwupps. Glaubt ihr, die greifen mich an? Einer ist tot. Die sind schon groß, ne? Die Urzeitfische. Voll unfair. Fische der Vergangenheit sind viel zu krass für die Fische der Neuzeit. Oh, hier spawnt was. Komm her. Ja, ja, schön. Oh, das ist lässig. Oh, geil. Hier kommen ja richtig viele. Zack, 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 zack.
Oh, hier ist ein cooler Spawnpunkt. Habe ich mal wieder einen gefunden? Oh, schön. Schön. Geil, Freunde. Jetzt kann ich mich schön hochsaugen. Der Lutschmann. Oh, cool. Yes! Yes, Baby! Leider geben die nicht so viele Erfahrungspunkte. Nur irgendwie 249, aber es sind mehrere gleich, die hier kommen. Guck mal, wie wir hier schon klemmen. Alter, ist das ein Brocken! Ein Brocken. Mein neuer Lieblingsfisch. Ohne Kack. Ich finde ihn geil. Hat der ein bisschen Herpes da unten? Der Herpesfisch! Komm. Hey, geil. Einfach nur geil. Das Vieh ist einfach nur krass. Alter, ich bin jetzt schon fast Level 30. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt mittlerweile die Tigerhaie auch verschlingen kann. Alter, der hat aber auch eine Saugkraft, ne? Der Dyson-Fisch. Langsam wird's eng hier in der Spalte. Level 32. Man kommt einfach gut voran. Oh, großer weißer Hai. Kann ich den einsaugen? Nee, der ist noch zu groß. Beiß ihn doch! Es dauert ja Stunden. Wie so ein Rentner. Wo geht's zum Buffet? Hier drüben. Ist mein Sohn. Da man sich ja hier mit dem so langsam bewegt, im Endeffekt ist es am geilsten, wenn man hier einfach stehen bleibt. Und Alter, hat sich eben mein Schwanz verdreifacht. Der wird auch so lang, ne? Ja, so richtig lang. Ich glaube, ich saug mich hier mal ein bisschen hoch. So bis Level 40. Kann ich den hier schon einsaugen? Dann würde ich mir den Spawnpunkt von dem hier suchen. Weil die spawnen ja auch immer hier in der Ecke. Was ist das hier drüben? Großer weißer Hai. Er hat schon Angst vor mir. Schaut es euch an. Er hat Angst vor mir. Er hat Angst. Und jetzt mit zwei Bissen. Bumm. Und weggesnackt. Weil hier kommen ja auch immer diese anderen Urzeitfische. Den kann ich bestimmt schon lutschen, oder? Yes. Yes. Was ist das hier? Keine Ahnung. Es wurde gelutscht. Boah, ich weiß nicht. Megalodon? Was meint ihr? Oder lieber so ab Level 50? Ein bisschen, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe wirklich, also es ist schon ein starkes Vieh. Hier in den Haigewässern kann man auf jeden Fall am besten leveln. Da steht schon mal fest. Was ist das hier? Ein Itchy. Und der Itchy ist weg. Ein Schwertfisch. Hatte ich auch noch nicht. Wäre ich doch nicht so langsam. Das ist der einzige Nachteil bei dem Fisch. Er ist super lame. Du da. Rein mit dir. Zebrafische auch rein. Wo ist denn der Moser? Obwohl, der Moser müsste ja eigentlich der krasseste von allen sein. Aber der Pottwal ist auch heftig. Rein mit dir. Okay, ich werde es riskieren. Rein mit dir. Ich bin so langsam. So super langsam. Oh, was haben wir hier unten? Einen großen Snack. Rein mit dir. Dankeschön für den Snack. Sehr freundlich. Okay, wir haben 2500 Leben. Das ist ordentlich, aber auch nicht herausragend viel. Das ist einfach nur ordentlich. Ich würde sagen, wir gehen mal... Alter, hier den ganzen Fischschwarm eingelutscht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu den Walen. Ich habe hier immer so eine schlechte Orientierung, aber ich glaube, das ist die richtige Richtung. Eine Riesengrabbe. Noch eine Riesengrabbe. Noch eine Riesengrabbe. Und noch eine. Oh, da drüben ist noch eine. Vielleicht sollte ich mal eine Riesengrabbe spielen. Ich glaube, das macht Spaß. Komm her, du. Level 45. Was schwimmt denn hier noch so alles rum? Oh, da drüben. Whale Sharks. Das sind Riesen. Ich glaube, die kann ich nicht einsaugen, oder? Wenn ich die einsaugen kann, dann geil. Nee. Nee, die sind groß, aber harmlos. Groß und nett. Haben viel Fett, sehr, sehr viel Fett. Haifett. Gutes Haifett. Wenn ich die einsaugen kann, das wäre geil.
ob ich Wale einsaugen kann. Oder Robben. Okay, da drüben sehe ich Orca Orca. Und ich sehe diesen tödlichen Riesen. Der mir echt... Der macht mir Angst. Weil der macht wirklich böse Schaden. Der ist nicht harmlos. Kann er die einlutschen? Weil ich bin halt auch so langsam. Ich versuch's. Gott, ich mach so wenig Schaden. Aber ich bin größer als du. Ich muss es ausnutzen, dass er hier gerade irgendwie nicht drehen kann und wir hängen an ihm ganz gut dran. Alter, er ist immer noch am Leben. Friss mich nicht. Was war denn das? Pinguin! Ich habe ihn besiegt. Oh, wenn ich den einsauge, bin ich 100% Level 50. Komm schon. Yes, Alter. Wow. 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 Wow, ich kann jetzt sie einlutschen. Oh, da drüben ist noch einer von denen. Sollen wir es wagen, direkt ihn nochmal zu besiegen? Okay, ich gehe nochmal drauf. Aber dann hole ich mir den Megalodon. Oh mein Gott. Alter, das meine ich. Das... No. No. Alter, hat er mir gegeben. Gott sei Dank ist er so... So schwer und ungelenkig. Aber sonst wäre ich jetzt tot. Ey, zweimal zubeißen und... 1000. Er ist krass. Der ist einfach nur krass. Ich schaff den noch nicht, den Megalodon. Weil der Megalodon ist richtig schnell. What? Nein! Ich bin tot. Alter, come on! No way. No way. Schaut euch an, wie riesig ich bin. Wie viel Fleisch. Oh mein Gott. Okay, ich werde mich jetzt nochmal hochfressen und dann hole ich mir den Megalodon. Alles klar, Freunde. Level 100. Schaut euch dieses Monster an. Und nein, ich halte seinen Mund nicht auf. Der hat irgendwie permanent einen offenen Mund. Ich weiß nicht warum. Achtung. Jetzt mache ich ihn auf. Das ist... Er mit wirklich offenem Mund und das ist irgendwie sein Standard offener Mund. Also er ist so ein Typ, der immer gern den Mund ein bisschen offen hat. Das ist halt so sein Ding. Das muss man aber auch respektieren, finde ich. Gut, wir sind Level 100. Wir sind Level 100 und wir sind immer noch nicht wirklich stark. Also ja, wir sehen fett aus. Klar, das ohne Zweifel. Wir sehen super fett aus. Also ich finde auch das Design von dem Fisch mega geil. Mein neuer Lieblingsfisch. Aber wir sind halt... Trotz allem kein wirklicher Kämpfer. Das sind wir nicht. Aber wir können alles schlucken. Das können wir. Wir haben die Fähigkeit, alles zu schlucken, aber nicht zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir den Megalodon, wie auch immer, ja, 1000 Aussprachen, ein Wort, dass wir den verschlucken können. Aber ich gehe davon aus, dass wir ihn besiegen können. Level 101. Wo ist der überhaupt? Der muss doch eigentlich hier in dieser Region umherschwimmen. Wahrscheinlich ist er jetzt schon winzig klein. Ich kann ihn gar nicht mehr erkennen. Was ich aber sehr interessant finde, wir sind super gigantisch groß, aber das Spiel ruckelt gar nicht. Normalerweise, ne? Immer wenn ich so Level 100 habe, schmiert das Spiel ja beinahe ab. Oh, das ist aber kein Megalodon. Das ist ein Mosasaurus. Und den kann ich garantiert nicht schlucken. Würde mich sehr, sehr überraschen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall töten. Das ist ein Kate Mosasaurus. Kann ich ihn schlucken? Nee. Boah, aber wir machen Mörderschaden jetzt. Über 1000 mit Level 100. Boom. Herzstillstand. Und er wird gefressen. Nom, 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 nom. Boah, der war lecker. Hat mir direkt... 5 Level noch oben drauf gegeben. Aber wir wollen doch hier den König der Haie. Wo ist der denn? Der müsste doch eigentlich hier sein. Normalerweise schwimmt der hier immer rum. Jetzt, wo ich super, mega, hyper langsam bin, finde ich ihn nicht. Sonst werde ich dauernd von diesem Spitzbuben belästigt. Hier drüben ist er doch. Hat der Kinder? Nee, oder? Ist ja total süß. Oh, guck mal, Babys. Schaut ihn euch an. Ich kann ihn aber leider nicht verschlucken. Ich kann ihn nur beißen.
Er greift mich auch gar nicht mehr an, weil er gemerkt hat, alles klar. Der Typ ist krass. Boah, ich mach bei dem 2500 Schaden. Alles klar, der gibt gut. Der gibt richtig gut Fresh Meat. Boah, ich bin so ein geiles Vieh. Ja, aber das war's schon wieder mit dem hier. Der Titan. Der riesige Titanfisch. Leider ausgestorben, sonst würde ich mir so einen direkt in die Badewanne zaubern, obwohl der wahrscheinlich meine Badewanne sprengen würde. Oh, wenn ich den saugen könnte, dann wäre ich so glücklich. Schaut es euch an, er hat gar keine Chance gegen mich. Aber der sieht geil aus, oder? Den haben sie echt gut designt. Ich würde dich so gerne einsaugen. Oh, er beißt. Er greift mich zum ersten Mal an. Wenn ich mit einem Biss zerlegen würde, dann würde es schnell gehen. Okay, jetzt habe ich hier schon 3000. Alter, bei dem levelt man immer noch am schnellsten. Das Spiel fängt an zu ruckeln. Bam. Es macht aber auch Bock, den hier zu spielen. Ist ein schönes Gefühl. Aber jetzt ist er unbesiegbar. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich unbesiegbar bin. Und ich glaube, das ist so einer so... Ja, obwohl... Es ist halt echt ein Riesenvieh. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt aufsaugen kann. Ob man überhaupt in Dimensionen heranwachsen kann, wo man den wirklich aufsaugen kann. So, die Folge ist vorbei. Wollt ihr noch was sehen? Wollt ihr noch andere coole Kreaturen sehen? Oder wollt ihr mal so eine coole Krabbenrunde sehen? Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Genau jetzt. Achtung, und jetzt. Habt ihr es geschrieben? Gut, ich bin stolz auf euch. Und ja, dann gibt es mehr Feed and Grow Fish. Mit meinem riesigen Freund hier. Der alles verschlingen kann. Er macht schon gut Schaden. Er macht schon echt gut Schaden. Aber wir sind halt krass. Wir sind krass. Okay, also Bewertung dalassen, Kommentar schreiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss.